Die Narben, Basim? Was ist dein Geheimnis? Ich weiche aus. Aha, die einfachsten Ideen sind die besten. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Valhalla. Jetzt wollen wir mal versuchen, Fulke die Nase auf Halt 9 zu bringen. Stell dich, Fulke! Deine Freiheit beschenkt! Okay. Warte mal, ich will mal kurz das ausprobieren. Komm ich jetzt hier vielleicht an die Maschine hier ran? Ach, Kacke. Ach, Kacke. Komm ich nicht hier irgendwo hoch? Schade. Durchbrech das Tor und passt auf das Öl auf! Mutig voran, Krieger! Mögen sich die Raben an Sachsenfleisch laben! Kacke. Ich weiß jetzt nicht, wie wir dieses scheiß Tor da erstmal aufziehen sollen, während die Affen da oben Stress machen. Los, Leute! Ja, das ist mir schon klar, aber... Ich muss jetzt da irgendwie mal diesen scheiß Ding hier mal... Jetzt komm! Scheiße! Das Öl! Scheiße! Ich komme nicht weg! Hey! Komm ich hier nicht irgendwie mal hochgekrabbelt? Scheiße, was das da? Irgendwie muss ich doch mal diese Dinger da mal. Ja, okay, gut. So, kommt jetzt kein Öl mehr? Los jetzt! Wunderbar. Oster. Du Feigling. Du feige Socke, du. Da soll ich jetzt mal zerstören eines der Bollwerke. So. Eins der Bollwerke, ja, okay, gut. Kann ich das tragen? Ich glaube, ich kann es nicht tragen. Ziehe das Fallgatter hoch. Dann wird es nicht mehr dauern. Oh, das hast du mir sonst gemacht. Komm hier. So, ich soll jetzt noch Falke da hochziehen. Was gesagt?
Mal sehen, ob ich das hinkriege. Müsste eigentlich... Kämpft weiter, Männer! Ich werde mich um das Tor kümmern! Sachsen, ich ebne einen Weg. Die könnten uns nicht aufhalten. Macht eure Ahnen stolz. Ach, Scheiße. So, jetzt führen wir das Folge. Ja, voll gut. Oh, tschüss. So, warte mal. Oh, Scheiße. Wollte ich doch gar nicht. Alter. Ihr habt es doch nicht anders gewollt. So. Oh, oh, Alter, wer? So ein Geier? Schießt er auf mich? Alter! So. So, hast du mir davon. So, jetzt habe ich hier erstmal. So, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Wo ist denn jetzt mal der Ort, wo ich jetzt mal hin muss? Oh! Alter, das Ding hat gesessen. So. So, wo muss ich da jetzt genau hin? Herr. Hm.
Die Feste ist in Sicht. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ach, scheiße. Okay, gut. Nein, was mache ich? Ach, ich wollte doch gar nicht hin, Herr Gott. Ich wollte ihn ja... ja. Naja, so toll wie Norbert nicht, ne? Die sächsischen Hunde sind nordischen Stahl nicht gewachsen! Sigurd muss in der Nähe sein! Die Treppe hinauf! Ah ja, hier, plünder an. Leide! Schön, Hahn! So, wer ist er denn hier? So, bevor ich jetzt aber hochrenne, Leon. Ach, Basi, lass mich doch hier mal durch. Da ist ein Lieb. Oh, warte mal. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Volke ihn gebracht? Da läuft sie, die Verbrecherin. Die Kirche. Dorthin muss Volke ihn gebracht haben. Komm, Basim. Warte mal, kann man das jetzt hier nochmal begutachten? Ist das Sigurds Blut? Noch. So, gelang jetzt zur Kirche. Okay, ja, machen wir mal. Wollen wir uns mal. Komm, Brüder, hätten wir es. Ich hab Gott! So. So, der Weg zur Kirche, der geht jetzt. So, halt, warte mal. Alter! Kommt von den Seiten, streng dich an! Scheiße! Ja, komm zurück, Feigling! Das würde ich ja gerne.
So. So, aber jetzt mal. So, ich soll es mal zur Kirche jetzt. Alter, wieso leben die Typen wieder? Ich hab die gerade alle platt gemacht. Alter. Das kann doch nicht sein. Diese Tür erfordert die Kraft von Zweien. Hey, hierher. Ach du Volke. Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Nein! Nein! Bruder! Bruder! Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Fulke. Ich komme zurück. Ich verspreche es. Ich weiß auch nicht, aber ich traue dem Basim einfach immer noch nicht. Ich traue den einfach immer noch nicht. Ich weiß nicht, aber ich traue dem nicht. Finde Fulke und töte sie. Ja, das ist wahrscheinlich schwerer als... Du verkriechst dich vor mir wie eine Ratte im Dunkeln, Fulke. Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier. Unsere Sprache ist der Tod. Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Ich brauche nichts von dir. Es endet. Schade. Jemanden mit so viel Potenzial. Wo bleiben deine schlauen Worte, Paladin? So, aber wo ist jetzt? Oh, das ist er jetzt. Nicht wissen, was ich erfahren habe, Eivor. Alles, was du sprichst, ist Irrsinn! Sigurd ist ein Ältester. Archon, Nephilim, Isu, nenn ihn, wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und Jarl. Du bist geisteskrank. Er ist, was wir uns erhoffen sollten zu sein. Fulke! Verdammt seist du! Fulke! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Na. Rührt sie nicht an! Sie gehört mir! Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen.
leben. Lass mich gehen. Sigurd. Eivor, wie ein Drescher werde ich mich durch die Feindeshalme kämpfen, wütender. Was hat sie dir getan? Eivor, wir haben sie so lange es ging aufgehalten. Die Verstärkung aus Winchester ist da. Bringt Sigurd auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Eivor. Komm zur Siedlung, sobald du kannst. Schützen! Los! Oh Mann. Jetzt wird noch mehr gemetzelt. Oh, mitten im... Ich stehe hier auf! Ich fall hier gleich an mit dem Feind. Ja, überall. Nicht den Kopf verlieren, Soma. Bloß nicht nachlässig werden. Niemals. Ein letztes Mal. Schlag sie zurück. Ein Tor. Es ist nicht vorbei. Boah. So. Lufina dreht da völlig am Rad. Die ist ja gerade hart am Durchdrehen gewesen. Geil. Waren das jetzt alle? Wir haben sie vorerst zurückgedrängt, aber ohne Gudrums Heer haben wir nicht genug Männer, um die Feste zu halten. Wir haben Sigurd. Das war das Wichtigste. Musik
Gudrum hat voreilig geurteilt, Eivor. Du kannst es mit dem Besten von uns aufnehmen. Geh zu deinem Bruder. Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut. Ich werde hier übernehmen. Mögen die Götter dich leiten, Opa. Bis wir uns wiedersehen. Okay. Na, wie hat dir das Kämpfen geschmeckt? Es war wirklich erheiternd. Ich fühle mich wie in jungen Jahren. Hättet ihr diese Truppen nicht aufgehalten, wären wir kaum erfolgreich gewesen. Du bist kühn für einen Priester. Unterschätze die Geistlichen nicht. Wir übergeben unser Leben einem Gott, den wir nicht sehen können. Das ist das Kühnste überhaupt. Jofina, schön, dass du alles überstanden hast. Sei stolz, Eivor. Du hast Sigurd gefunden, allem zum Trotz. Ich fand nur seinen Schatten. Wir können nur hoffen, dass die Narben, die Volke seiner Seele gab, wieder verheilen. Er ist stark. Es braucht mehr als Schmerz, um ihn zu brechen. Du hast ihn nicht gesehen. Seine Augen waren von Leere erfüllt. Tut mir leid zu hören. Hoffen wir nur das Beste. Celestine. Wir hätten die Feste nicht ohne die Bogenschützen einnehmen können, Hunwald. Danke. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Wirklich. Vielleicht werde ich dich eines Tages wieder brauchen. Das war nicht das einzige... Ach so, weil ich dachte nur... vergiss es. Hör's dann. Dein Rambock war von unschätzbarem Wert für den Angriff. Das war eine Kleinigkeit, verglichen mit dem, was du für mich getan hast. Du kannst Alfida eine gute Geschichte erzählen, wenn du heimkehrst. Wahrlich. Aber eine Schlacht ist nicht so aufregend oder glanzvoll wie in den Sagen. Ich werde vieles beschönigen müssen. Ach, Bad. War auch geiles Gemetze. Sprich mit Sigurd. So. So, Sigurd, wo ist der Gute denn jetzt? Der ist jetzt... Ach, das ist wieder zu Hause. So. Wo sind sie denn also wohl mal alle? Hier, hier. Nun gut, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.